Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass ich die Let's Plays immer gleich ankündige? Ja, okay. Also, heute wieder zurück mit angenehmeren Headsets als in den letzten Folgen. Ich habe jetzt endlich ein neues Headset gekauft. Ein wunderschönes, das muss ich dann gleich mal, ich weiß gar nicht, ob das hier mit der Spracherkennung so aktiviert, aber ich glaube, ich habe es ausgeschalten, gell? Ne, ich habe es gemutet, genau. Ja, wir sind jetzt hier bei League of Legends mit dabei. Ich habe ein neues Headset, bla bla. Es heißt Medusa NX Stereo Headset. Ist nichts Besonderes, kostet 40 Euro, macht aber momentan ganz viel Laune. Also es drückt sich auf den Ohren, es ist angenehm, der Sound ist okay. Genau das, was man halt braucht. Ja, und wir sind wieder mit Chaco dabei. Ich habe mir jetzt eine neue Sets angeschaut, habe mir verschiedene Gameplays angeschaut und habe mich gewundert irgendwann so, dass Chacos immer mit so einer komischen Laterne angefangen haben und so, habe ich da mal schlau gemacht. Und habe herausgefunden, dass die Laterne für Chaco am Anfang übelst genial ist, weil die Laterne halt mega Damage gegen, Rickless Lantern heißt die, dass sie mega Damage gegen Monster macht. Ja, und wenn man genug Monster damit getötet hat, ich glaube 45 große Monster, verwendet sie sich dann in ein Leuchtfeuer und dann kriegt man sogar noch 30% mehr Gold für Monster. Was will man mehr? Ja, und wir warten jetzt hier gerade auf den Blitzcrank, der ist nicht so blitzschnell wie der andere Blitzcrank und der Aatrox und der Yasuja. Ja, mit Chaco, auf Chaco kommen bin ich jetzt gekommen in letzter Zeit wegen dem Counter-Jungle, das soll mit Chaco jetzt ziemlich schnell gehen. Und jetzt, wo ich angefangen habe mit dieser Laterne zu spielen, ja. Also Counter-Jungle mit Chaco ist echt geil. Man muss halt echt aufpassen, weil am Anfang ist Chaco absolut nicht dafür geeignet, gerade wenn man sich erstmal 1,5 kostet die Laterne und nee, 1,3 kostet die. Wenn man erstmal 1,3 für die Laterne sparen muss, dann ist man natürlich nicht wirklich gerüstet dagegen Feinde zu kämpfen, weil halt die Laterne wirklich nur gegen Monster hilft und Angriffstempo gibt. Deswegen muss ich am Anfang ein bisschen aufpassen. Ich bin ein paar Mal gestorben am Anfang jetzt bei dem letzten Spiel. Aber ich glaube, mit dieser Laterne wird das Leben viel leichter für alle werden. Vor allen Dingen für mich, aber für den Rest auch. Und für mich. Ja, und da hatte ich mal eine interessante Frage zu euch. Und zwar alle, die jetzt League of Legends spielen, kennen das Spiel ja mehr oder weniger. Es gibt ja zwei Auffassungen von Junglern. Es gibt einmal den Jungler, der greift aus dem Jungle, der gankt ziemlich oft. Und gankt die Lanes und hilft den Leuten und ja, manchmal funktioniert's, manchmal geht's aber voll nach hinten los. Dann gibt's den Jungler, der kommt gar nicht raus und da müssen die Leute dafür sorgen, dass der Fluss halt ordentlich gewordet ist. Was meint ihr, was ist besser? Ich meiner Meinung nach finde, dass der Jungler nicht ganken kommen sollte. Aus dem einfachen Grunde, da der Jungler so sich in Ruhe aufleveln kann im Dschungel. Den Farmer von der Botlane oder von der Toplane oder so nicht stiehlt dabei. Weil das machen Jungler automatisch, wenn die da rauskommen, die stehlen immer Farm. So, ich nehme mal dreimal den Drang hier mit. Oder seid ihr doch eher der Ansicht, dass der Jungler öfters ganken kommt. Schreibt es mal in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Ich persönlich bin gegen Jungling, Jungle Ganking, also zu oft das Jungle Ganking. Auch wenn ich ADC spiele, aus dem einfachen Grund, so lernt man auch einfach als ADC oder als Toplane oder so, den Fluss ordentlich zu warten. Und einfach dafür zu sorgen, dass man selbst nicht gegankt wird. Wie lange halten die durch? Die halten 60 Sekunden durch. Das heißt, ich kann hier schon mal platzieren hier in den ersten. Und bei 15 Sekunden kann ich also 4 Stück hinstellen. Lalalala, 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 lalalala. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Das wird Spaß. Ja, ja, ja. Spaß, 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 Spaß. Ja. So. Ich kriege auch 1,4 Mana schon dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was. Pro 5 Sekunden oder pro 1 Sekunde? Das ist pro 5 Sekunden, gell? Ja, ich brauche gar nicht so viele Leute hier sein, aber okay, gut. Die Vasallen sind erschienen. So. Marschieren, marschieren, marschieren. Und der letzte. Ein kleines Stückchen näher. Und oh, das ist einer kaputt gegangen. Da, hinter euch.
Das hat aber gut funktioniert, oder was meint ihr? So macht man das hier mit dem Junglermeister Chaco. Ich hätte vielleicht durch den Bus jumpen sollen, aber auch egal. Jetzt seht ihr mich nicht. So. Jetzt greift das Vieh das hier an. Währenddessen kann ich natürlich den Wolf angreifen. Jetzt ist der Wolf Dings tot und ich kann jetzt gleich wieder dahinter jumpen. Kurz ein bisschen mehr Schaden machen. Stelle ich mir noch eine Box hier auf, wo er angegriffen wird. Und dann haben wir das Problem hier auch gelöst. Das nenne ich gutes Jungling. Und ich bin der... Na, schade, ich dachte, ich bin der Erste. Also mit Jaco Jungle macht mir mittlerweile sehr viel Spaß, muss ich gestehen. Ihr seid der Angeschmierte. So, der große Geist greift mich an. Warum auch immer. So. Die Box hebe ich mir jetzt mal auf, weil ich das mal gleich brauche für den Red Buff. Dann nehmen wir kurz uns hier eine Heilungstube. Ein Verbündeter wurde getötet. Das wird ein Spaß. So, und hauen hier nochmal drauf. Noch einen Heilungstrank trinken. Los geht's. Und dann hauen wir hier weiter auf den Jungle. Jungle. Hauen wir weiter auf den Red Buff drauf. Der dann jetzt auf Down geht und dann holen wir uns den Rest. Wunderbärchen, so will ich das sehen. Jetzt seht ihr mich nicht. Und dann gleich der nächste. Hier brauche ich jetzt nicht so vorsichtig sein, das Vieh kriegt mich eh nicht down. Hier, wir sehen es gerade, ich soll trinke schon einen Trank den letzten. Das Vieh ist auch gleich down. Und dann kann ich jetzt mit dem Leben, das ich gleich dazu bekomme, hier mal ganken kommen. Schade. Hätte ja klappen können. Los geht's. Ich glaube nicht, dass er hier gewordet hat. Bin mir aber nicht sicher. Ihr seid der Angst. Aber ich nutze die Gelegenheit mal zum Counter-Jungle. Mal gucken, was hier gerade so steht. Hier ist nichts. Aber hier ist der Geist. Wenn es auch dauern, dann hole ich mir noch mal ein zweites Messer. Ein zweites Messer. Das wird ein Verbündeter wurde getötet. Da auf der Botlane ist was los. Dann werde ich da mal ganz kurz mich darum kümmern. Ein kleines Stückchen näher. Lass mich in Ruhe. Na, Wunderbärchen. So. Zwei Mann aber auch alle. Jetzt seht ihr mich nicht. Ist mir doof, wenn ich jetzt jungeln will, countern will. Aber ich könnte es nicht probieren, denn da ist was passiert. Eine gegnerische Blitzking scheint noch ein bisschen besser zu sein, wenn ich das gerade so sehe. So, dann machen wir hier mal drauf. Ich versuche eigentlich mit 1-3 nach Hause zu gehen vorher. Ich glaube nicht, dass ich eine Gelegenheit kriegen werde, hier unten zu ganken, weil die sind full life. Das wird ein Spaß. Das sieht schlecht aus zum ganken. Auf der Mitganken ist gerade auch unklug. Und da oben ganken... Na, das kriegt sie gerade alleine hin. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich. Da habe ich gute Vorarbeit geleistet. So, der Schiff ist auch natürlich. Dann bin ich schon bei 1-1. So, 1-2. Das ist auch nicht schlecht. Ein kleines Stückchen näher. Der gankt hier auch ganz gut. Also hier ganz oft. So, mal kurz zeigen, dass ich da bin. Vielleicht. Hier oben ist gerade nichts los zum Ganken. Und dann holen wir uns ganz kurz das Vieh hier noch.
Dann würde ich bei 1.3 sein eigentlich. Und sogar eine neue Stufenfreischaltung habe ich. Na wunderbar. Na wunderbar, dann könnte ich es doch mal mit Genken probieren, bevor ich nach Hause gehe. So. Oh, guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht... Ja, hier ist ja gerade im Kampfgeschäft. Na also. Ihr seid ja angespielt. Ja, hier war ja gerade so wunderbar im Kampf beschäftigt. Komm schon. Na wunderbar. So will ich das sehen. So will ich das. Oh, 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 oh. Ho, 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 ho. Das könnte nach hinten losgehen. Oh mein Gott, das könnte. Ich brauch mal da. Oh. Na wunderbar. Huh. Das war jetzt aber haarscharf. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Komm jetzt ja nicht um die Ecke. Na wunderbar, hol ich mit Rickles Lantern und hol mir sogar noch Verbündeter wurde getötet. Zwei Tränke. Marschieren, marschieren, marschieren. Okay, da wurde der Blitzcrank gefokust. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Frage. Der Blitzcrank von uns hat 1, 2. Sieht ganz okay aus. Gut, dass ich gerade dem Dings entkommen wäre. Das wäre natürlich jetzt doof gelaufen. Wenn wir hier auch noch gefeedet hätten. Da hat die sinnlos seine Attacke verballert. Ihr seid der Angespielte. Komm schnell, Lusu, komm her. Ja. Nein, nein, nicht. Wenn er nicht haben will, ist mir egal. Ein kleines bisschen mehr. Na, was ist? Los geht's. So, haben wir hier noch eine Laterne hin. Jetzt sehe ich, ob er meinen Jungle betritt. Der Red Buff ist mir nicht so wichtig, aber der Blue Buff ist mir schon... Vor allem wegen der XP her. Und mal schauen, ob er beim Dragon ist. Jetzt seht ihr mich. Oh, wollte ich gar nicht. Ich wollte nur hier ein Dings aufstellen. Jetzt habe ich perfekt... den ganzen Fluss im Blick hier. Wie ihr seht, nur die kleine Spalte da hinten, das habe ich nicht im Blick. Ihr seid der Angespielte. Hihi. Komm schon, kriegst du... Jawoll, nice. Nice, 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 nice. So, nochmal einen Trank schlucken. Marschieren, marschieren, marschieren. Ich hoffe, jetzt ist keiner drin. Schauen wir mal, ob er hier seinen Buff eventuell vernachlässigt hat. Oh, hat er ja. Das ist ja nice. So. So, und wieder hier im Blick. Da hier die beiden, der ist weg. Der im Fluss steht aber noch. Hol ich mal kurz meinen Geist. So, komm her. Na, also seht ihr, was für einen Schaden ich an den Viecher mache? Ich kriege ja die ganze Zeit Leben dazu. 2,99% Mana kriege ich dazu. Das heißt, mein Mana ist auch unerschöpft gerade momentan. Und das in den nächsten Blatt. Verbündeter wurde getötet. Ihr seid der Angeschmierte. Läuft doch super. Und gleich habe ich auch das Feuer. Ich noch ein bisschen weitermachen.